Und damit wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Part von Lego Marvel Super Heroes. In letzter Part haben wir Asgard so ziemlich abgeschlossen, aber jetzt ist hier der Typ hier, ich weiß nicht wie der heißt. Und es ist gerade mega laut, was zur Hölle. Auf, laut zu sein. Es ist gerade mega Eskalation einfach. Tschüss. Piss dich. Es eskaliert halt einfach wirklich einfach komplett. Meine Fresse. Ich kann nicht hoch zu dir. Aber was denn sonst? Ah, schade. Wir müssen erreichen, dass Loki die Kontrolle darüber verliert. Also, wenn ihr irgendwelche schlauen Vorschläge habt, ich bin ganz... Schieß ihn doch weiter ab. Mit den Krallen komme ich hier nicht weit. Es muss einen anderen Weg geben. Mach ihn hot as fuck. Meine Fresse. Oh lol, hier geht's ja. Okay. Okay, der Destroyer. Okay, ich weiß, wie er heißt, das Ding. Komm, nimm noch den Captain America, Alter. Baham. Spost. Piffa. Du sterblicher Schädling. Der Destroyer ist verwundbar. Schaltet ihn aus. Wo ist er denn? Warte. Easy, erster Treffer. Meine Fresse. Fahrt mit dir, Asgard gehört mir. Man, halt dein Maul. Heißt, wir müssen nur wieder so lange wie es geht überleben. Weil hochkommen tue ich da ja nicht. Nee, gar nicht, keine Chance. Okay. Nein, nicht dich. Ich will Captain America, weil ich denke, ich brauche ihn gleich dann wieder. Alter, ich wollte dich gerade retten, du Spaß. Die Musik einfach. Menschlicher Fackel. Komm schon, lass es schmelzen. Nein, ich will Captain. Ich will Cap. Cap. Komm. Gut. Schieß her, Pessa. Jetzt brauche ich wieder Tor. Ah, du jämmerliches Insekt. Halt dein Maul. Eigentlich brauche ich das Geld da alles gar nicht. Alter, komm ich hier wieder. Was zum Fick. Wie ich da einfach wegrutsche. Das ist ja mega scheiße gemacht hier. Wie jetzt alle eingefroren sind. Oh, wer war jetzt gerade? Ja, du warst frei. Bast, Alter. Was zur Hölle? Jetzt ist gerade langweilig, weil jetzt sind nicht mal Gegner da, Alter. Nicht noch mehr Schaden erleiden. Gib auf. Please. Mach es kaputt. Man, ist doch egal. Bau das zusammen. Wir vernichten dich, du Spast. Ich brauche nur noch ein Leben. Oh lol. Ich habe aber kein Geld verloren. Was? Glück. Mega Glück. Schnell wechseln, rauf, easy kaputt, easy, du Spast. Ich schwöre, ihr werdet noch vor Ende des Tages vor mir niederknien. Ich sag jetzt mal was, mein kleiner Spast. Du hast nur noch ein Leben.
Also sei leise. Lebt er denn noch? Der Typ lebt ja jetzt gar nicht mehr. Ah, jetzt können wir hier oben auch rumlaufen. Das ist jetzt, glaubt, jetzt rastet er aus. Überzahl. Nicht mehr lange. Was? Es kamen wieder 100 von denen. Juckt mich nicht, ich sammle das Geld erst. Nee. Doppelgänger, wir können ihn nicht lokalisieren. Meine Fresse, geh mal da nicht hinten. Mach alles kaputt. Bringt sich das vielleicht irgendwas? Nee. Doch, 1 von 3, was? Eben, ich dachte mir doch, da ist irgendwas safe. 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 Ja, sag ich doch. Aber hier hoch komme ich dann nicht mehr. Nein. Gut, gib mir Geld. Sehr gut. Oh, lol, war noch viel Geld hinten. Die 40.000 waren halt echt nicht so ab... 400.000 waren gar nicht so abwegig. Wolverine, come on. Das kann nicht sein. Doch. Ja, bleib hängen. Komm schon, Tor, bam. Ich werde den Tesseract zur sicheren Verwahrung in die Schatzkammer zurücklegen. Hey Blondie, ich sag's ja nur ungern, aber der wurde gerade von dort gestohlen. Möglicherweise ist eure Sicherheit nicht so gut. S.H.I.E.L.D. verfügt über ein ganzes Bataillon, das nur dazu dient, den Tesseract zu bewachen. Menschen, um dieses Objekt unvorstellbarer Macht zu bewachen? Bitte, ich kann Donner und Blitz auf alle niederregnen lassen, die ihn anfassen. Dieser Leuchtwürfel könnte mir helfen, Magneto zu finden. Ich kann Chuck dazu befragen. Als ob. Was? 900.000 schon locken. Oh mein Gott, aber was? Ja, aber wo ist die Energiequelle, die du mir versprochen hast? Sie ist alles, was wir brauchen. Ich weiß, wo sie ist. Wir holen sie uns von den Mutanten. Den X-Men. Nun gut, ich bin für alle Eventualitäten gewappnet. Ich werde ein paar Mitarbeiter entsenden, um die Quelle zurückzuholen. Ich habe Ihnen was mitgebracht, Professor. Das könnte uns bei der Suche nach Magneto helfen. Ich fürchte, das Einzige, was uns das beschert, ist ungewollte Aufmerksamkeit. Oh je. Oh, das klingt nicht gut. Und das sieht nicht gut aus. X-Men, hört ihr mich? Unsere Sensoren melden, dass die X-Villa angegriffen wird. Begebt euch sofort dorthin, sobald ihr diese Nachricht okay, bekommt. Okay, Leute, wir haben zwei neue Charaktere. Nice. Ist auch gut. Aber wir können uns jetzt ehrlich gesagt Zeit lassen, weil wir haben noch 10 Minuten und ich will das neue Level gar nicht anfangen, ehrlich gesagt. Obwohl, eigentlich ist es mir auch egal. Ja, dann gib Gas. Wenn schon, denn schon. Dann eskalier mal. John Gray kann die Gedanken bestimmter Charaktere kontrollieren. Oh lol, ist das nice. Mit euren
Kräften solltet ihr bestimmte Objekte bewegen können. Was? Wie cool ist das denn? Ich kenne mich mit den X-Men, by the way, null aus. Null. Danke. Ich war schon fast tot. Ja, ist denn in Gefahr. Das müssen wir auch immer überall machen, stimmt. Da müssen wir jetzt was machen? Ach so. X. Und rein da. Professor Charles Xaviers Institut für höheres Bildungswesen, wie der offizielle Name lautet, ist ein gewöhnliches Internat. Doch in Wahrheit dient es auch als Heimat und Zuflucht für junge Mutanten mit außergewöhnlichen Kräften. In anderen Worten, die X-Men. Los, wir müssen die Studenten retten. Cyclops, Jean, ihr müsst alle gefangenen Studenten befreien. Okay. Pisst euch. Aber die X-Men sind mega nice. Ich weiß auch nicht, wieso ich die Filme nicht schaue. Das ist gut. Mann. Tu nicht so lange rum. Bald zusammen. Das Traurige ist, hier brennt halt alles, aber wir haben niemanden, der das löschen kann. Das ist das Traurige. Aber ich fand das Level, glaube ich, nicht so schlecht. Ich glaube, das Level war nicht schlecht. Und jetzt ziemlich bald weiß ich dann auch, welche Level da noch kommen. Also von dem her. Du kannst... Ja, genau, du kannst das hier. Nice. Sehr gut. Oh, gut, gut, gut. By the way, wir machen jetzt so lange, keine Ahnung, bis ich halt Checkpoint habe. Das heißt, keine Ahnung, wie lang der Part wird. Könnte sein, dass er eh keine, nicht mehr als 20 Minuten hat. Könnte aber sein, dass er halt etwas länger ist. Nur, dass sie das wissen, werte Herren. Ich mag die X-Men. Holla, holla. Gut, die sind raus. Hier kommen neue Gegner. Toll. Wir haben sogar... Ja, lol, wir haben schon welche... Wir müssen nur zwei Partien retten. Die Mädchen haben natürlich zuerst gerettet, war klar. Da kann ich sogar hin. Lol, das wusste ich auch nicht. Okay. Was ist denn hier unten? Pisser. Ja, Cyclops, Bruder, ich hole dich gleich. Aber warte noch kurz. Wahrscheinlich kann ich eh dann gleich speichern. Ach so, ich brauche hier nicht. Bin mir so sicher einfach. Dann wird der Part erst zu kurz, dann bringe ich mich um. Mach das mal kaputt zuerst. Da gibt's so viele Wege, Alter. Was zur Hölle? Wohl, nee, das bringt uns nichts. Wohl, das ist auch ein X. Natürlich, aber erstmal das da oben. Das ist aber auch ein X. Was zur Hölle? Weiß ich, was ich zuerst machen soll. Okay, das macht wieder das hier auf. Dann mache ich das zuerst. Ja, gut. Hab mich sehr weise entschieden. Wir haben nicht viel Zeit. Schnell,
Ja, eskalier halt, du Spast. Real Talk, ich weiß nicht, wer das ist. Wenn ich jetzt speichern kann, dann beende ich den Part aber. Und ich glaube, ich kann speichern danach. Hurra. Natürlich, wenn ich in einen neuen Raum komme. Haha, noob. Wir gehen aber erstmal links, glaube ich, wenn wir da überhaupt hin können. Können wir? Okay, nein, da ist eh wieder zu. Nice. Und hier hoch können wir auch nicht. Da oben ist einfach Deadpool. Lol. Was machst du, Hüse, da oben? Zur Hölle. Nein. Was bringt's mir jetzt? Oh lol. Sah gerade so aus, wie wenn ich es zusammenbauen könnte. Schade. Das bringt's mir jetzt auch. Ich schwöre, ich laufe da oben aber nochmal durch später. Soweit ich mich erinnern kann. Ja, wir gehen mal weiter. Ja, wie ich es auch gesagt habe, wir können speichern. Dann werden wir aber auch den Part. Weil wir sind jetzt schon bei 17 oder 18 Minuten. Und damit würde ich sagen, wir machen dann in den nächsten Parts und im nächsten Part halt weiter, schließen das Level wahrscheinlich ab. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.